Hallo zusammen. Ja, lange war gar nichts auf meinem Kanal los, weil das war ja auch nichts. In Deutschland ist ja immer noch nicht wirklich was los. Aber jetzt haben wir schon ein paar schöne Tage auf Mallorca hinter uns. Und heute ist die Eröffnung von Krümelstadel. Ich glaube, das kennen viele von Goodbye Deutschland. Und da haben wir für nachher einen Tisch für uns reserviert. Und da bin ich schon ganz gespannt, endlich mal wieder ein bisschen leben, ein bisschen was erleben. Ja, und da zeige ich euch nachher natürlich mal, wie das hier so ist. Ja, und hier sind ja noch mehr Auswanderer, bekannt aus Goodbye Deutschland. Hier ist ja auch noch das Schwarzwaldcafé, das kennt man da auch noch her. Und ich glaube, irgendwo ist dann hier auch noch dieses Red Rubber Duck. Das gucken wir uns jetzt gleich mal irgendwo an. Ja, hier ist das Red Rubber Duck, aber leider ist das wohl noch nicht wieder auf. Ob es überhaupt noch mal aufmacht, keine Ahnung. Das sieht hier wirklich sehr, sehr zu aus. Ja, schade. Eigentlich hatten wir uns jetzt überlegt, da noch was dringend zu gehen, weil bis zur Eröffnung von Krümelstadel haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, schade. Ja, ist klar. Perfekt, oder? Schönen Abend. Jetzt sind die Zeiten halt alles. Ich weiß nicht, ob ihr mich da hinten auch hören könnt. Wir haben nur so eine kleine mobile Box. Also, ich bin überrascht und erfreut darüber, dass so viele Leute erschienen sind und konnte eigentlich heulen vor Freude. Habe aber auch total Angst, dass die Polizei kommen wird. Aber ihr seid so gut drauf, ihr bleibt alle schon sitzen und das finde ich richtig toll. Wir zeigen heute mal der Behörde, dass man auch in Krümelstadel anders kann als letztes Jahr. Und wir haben fast besorgt. Und wir haben ja auch übrigens für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, unsere ganzen Künstler sitzen im Biergarten. Das heißt, ihr könnt natürlich auch für Fotos, Autogramme zu den Künstlern mit Maske hingehen. Hier haben wir zum Beispiel, den kennt ihr wahrscheinlich alle ohne Maske. Das ist, wir haben eigentlich zwei Bachelors. Einmal der Paul Janke, der Flieger hat Verspätung, der ist um 7 da. Und hier André Mangold, wer ihn nicht beim Bachelor gesehen hat, der kennt ihn aus dem Sommerhaus der Stars. Ja, super Werbung. Hau weg den Druck. Und der Druck ist da jetzt. Aber ich geh mal weg. Der Druck ist da. Oh! 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 Das geht vor allem. Bin ich das bei uns? Das ist scheiße, Stefan. Ah, das hat ein Haar. Das ist noch zu drin. Mach's Mund auf. Eva! Schnipp schon mal. Mein Akku ist leer, das ist das Problem. Okay, herzlich willkommen und wie gesagt, um 23 Uhr müsst ihr alle nach Hause. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Dankeschön.